Hallöchen und ganz herzlich willkommen zum nächsten Teil unseres Phoenix A320 Tutorials mit unserem Beispielflug von Zürich nach Leipzig. Im letzten Teil haben wir uns angeschaut, wie wir den Flieger anwerfen und wie wir die wichtigsten Informationen im EFB schon mal eingeben können. Wir waren dann beim FMC, also unserem Flight Management Computer, stehen geblieben, den wir mit Informationen befüllen wollten. Und genau da machen wir jetzt heute weiter. Lass uns also ins Cockpit hüpfen und dann sagen wir dem Flieger, was wir heute fliegen möchten. Das Ganze kennt ihr schon vielleicht aus dem Fly-by-Wire. Dennoch ist die ein oder andere Sache hier auch ein bisschen anders, weil sie auch teilweise von Airline zu Airline ein bisschen unterschiedlich ist. Als erstes gehen wir hier auf Azu und das AOC-Menü und können hier über der Flight-Init-Seite unseren Flugplan von SimBrief reinladen, drücken dazu hier unten einmal auf Init Data Request. Dann wird die Anfrage quasi an SimBrief geschickt und der Flug entsprechend runtergeladen. Air Berlin 2 Alpha Charlie von Zürich nach Leipzig, Alternate Dresden, und wir haben eine Flugzeit von 1 Stunde und 1 Minute am heutigen Tag um die aktuelle Uhrzeit. Zurück im AOC-Menü könnten wir uns dann noch verschiedene andere Sachen anfordern, zum Beispiel unsere PDC-Clearance hier über ATC-Requests. Wir könnten uns ein Wetter anfordern oder wir können dann später unser Loadsheet hier unter Received Messages abrufen. Jetzt haben wir aber erstmal alles Wichtige hier im AOC-Menü gemacht. Jetzt gehen wir zurück auf das MCDU-Menü und wechseln hier in den Flight Management and Guidance Computer, das FMGC. Dann kommen wir hier erstmal auf diese Data-Seite. Dort müssen wir einmal confirmen, dass wir die richtigen Triebwerke hier drin stehen haben. Es gibt den A320 ja auch mit IAE-Triebwerken. Hier ist also wichtig, dass der richtige Triebwerkshersteller und der richtige Typ drin steht. Ist in unserem Fall der Fall. Und dass wir die aktuelle Database auch installiert haben. In dem Fall ist sie vom 19. Mai bis zum 15. Juni gültig, schließt also den heutigen Tag mit ein, ist also aktuell. Als nächstes gehen wir auf die Init-Seite und können auch hier über Init-Request einmal den Flugplan von SimBrief herunterladen. Das Schöne ist, dass das hier alles ein bisschen schneller geht, als wir das aus der PMDG kennen und auch ein paar Mehrwerte mit übernommen werden. Wenn der Uplink erfolgreich ist, dann seht ihr hier unten die Meldung AOC Active Flight Plan Uplink, die können wir einmal rausclearen. GPS Primary, das bedeutet für uns, dass unser Flugzeug weiß, wo es steht, können wir auch einmal rausclearen. Nav Accuracy Upgrade, das ist auch gesehen, können wir rausclearen. Und dann möchte das Flugzeug gerne noch wissen, was unsere Flugnummer ist. Die anderen Werte passen ja, Zürich, Leipzig, Alternate Dresden. Wir sind die Air Berlin 2 Alpha Charlie. Unser ATC Callsign kommt also hier in die Flugnummer rein. Unser Kostindex heute war 30 und unsere Reiseflughöhe Flightable 370. Was wir jetzt auch noch einmal anpassen können, ist die Ground Temperature. Wir sehen hier unten, wir haben aktuell 21 Grad draußen. Können wir also einmal eingeben. Und dann könnten wir, sollte unser IRS jetzt nicht von selbst allein sein, hier noch einmal dem Flieger sagen, wo er steht. In unserem Fall ist das Alignment schon passiert. Müssen wir uns also nicht drum kümmern. Geht also für uns weiter auf der Flight Plan Page. Hier haben wir jetzt unser Routing drinnen. Als allererstes klicken wir hier einmal links neben Zürich und können dann auswählen, auf welcher Bahn wir gerne starten möchten. In unserem Fall hat der Flugplan gesagt, Runway 32 for Departure. Die wählen wir aus und dann können wir als nächstes unsere Departure-Route wählen. Wir haben gesagt, wir möchten die Degis 5 Lima nehmen. Sobald die hier oben drin steht, können wir hier auf Insert drücken und dann wird die in den Flugplan übernommen. Von Degis geht es dann ganz normal auf unser Routing über Zulu One und die verschiedenen Wegpunkte. Das gucken wir uns gleich nochmal gemeinsam genauer an. Das Routing endet dann bei Goxley und von Goxley haben wir dann gesagt, wollen wir auf die Arrival in Leipzig gehen für ein ILS Runway 08 Left über die Goxley on Romeo Arrival. Der ganze Anflug geht dann über Movox, drücken Insert und dann sollten wir unseren Flugplan drin haben. Jetzt können wir hier unten einmal schauen, 408 Meilen Gesamtdistanz stehen drinnen und wenn wir jetzt in unseren Flugplan gucken, finden wir die Gesamtdistanz, die der berechnet hat. Hier oben rechts 401 Meilen, also 7 Meilen Unterschied, passt wunderbar. Als nächstes gehen wir auf die RATNAV-Page und dort möchten wir unsere VORs bzw. unsere NDBs, die wir für die Departure brauchen, gerne setzen. In unserem Fall ist die Degis 5 Lima eine ANAV-Departure, wir müssten uns also theoretisch nichts auf der RATNAV-Page setzen. Es macht aber durchaus Sinn, sich immer das Platz-VOR oder das POR bzw. DMI, was am nächsten zum Platz steht, sich hier einmal zu setzen. Der Airbus ist schlau, der setzt sich hier automatisch VORs, die er für sinnvoll erhält. Wir können aber das Ganze auch überschreiben. Wenn wir also so Knoten auf jeden Fall auf der 1 haben möchten, dann würden wir das hier einmal nochmal von Hand eingeben. Dann seht ihr, ist das groß geschrieben und dann kann der Flieger das auch nicht mehr selbst überschreiben. Während wenn das hier klein geschrieben ist, dann hat der Flieger die Möglichkeit, sich selber VORs einzustellen.
Dann gehen wir zurück auf die Init-Seite, können hier einmal den Wind hochladen. Auch das ist mit SimReef verbunden, das heißt, wir drücken hier auf Wind-Request und dann werden entsprechend unsere Client-Winde bzw. auch gleichzeitig unsere Descent-Winde hochgeladen. Hier seht ihr es, also zum Beispiel haben wir auf Flight Level 100 später Wind aus 269 Grad mit 21 Knoten, während auf Flight Level 180 der Wind aus 294 Grad mit 42 Knoten kommt. Genauso ist das auch für die Descent der Fall, auch hier die Winde wurden einmal übernommen und wir können zurück auf die Init-Seite gehen. Hier oben könnt ihr immer sehen, ob es die einzige Seite ist, die es hier gibt oder ob es mehrere gibt. Wenn ihr die Links-Rechts-Pfeile seht, bedeutet das, dass ihr hier unten mit den Links-Rechts-Pfeilen jeweils andere Seite noch aufrufen könnt. Sollten die Pfeile nach oben und nach unten zeigen, dann würdet ihr die hier zum Navigieren benutzen. Wind-Data-Uplink, das ist nochmal eine zusätzliche Meldung vom Flieger, dass die Wind-Daten hochgeladen wurden, können wir auch rausklären. Und wir möchten jetzt auf unsere Init-Bravo-Seite, müssen also dafür einmal hier auf den Knopf nach rechts klicken und bekommen dann hier unsere Init-Bravo-Seite angezeigt. Hier können wir jetzt verschiedene Werte für den Flieger eingeben. Zum einen unser Zero Fuel Weight, also unser Gewicht, wie wir vorhin schon gesagt haben, vom ganzen Flieger aber noch ohne Sprit. Und unser Zero Fuel Weight CG, also unser Schwerpunkt vom Zero Fuel Weight. Zudem müssen wir hier auch einmal unseren Block Fuel eingeben. Da das Betanken schon abgeschlossen ist und wir sehen, dass wir 5,4 Tonnen Sprit mit dabei haben, können wir die schon eingeben. Die restlichen Werte können wir dann später von unserem Loadsheet übernehmen. Das Loadsheet bekommen wir in der Regel 30 Minuten vor Abflug. Wenn wir jetzt mal hier oben gucken, sehen wir haben eine Company Message bekommen. Das könnte also schon unser Loadsheet sein. Um jetzt unsere Company Message zu lesen, müssen wir einmal in das MCDU Menu zurück, wieder auf Atsu und AOC Menu und können dann hier unter Received Messages nachgucken und es ist tatsächlich unser Loadsheet, das um 16.30 Uhr, also wirklich pünktlich 30 Minuten vor Abflug, uns zugesendet wurde. Das schaut jetzt erstmal ziemlich kryptisch aus, ist aber eine super hilfreiche Information für uns Piloten, die uns nämlich hier verrät, wo unser Schwerpunkt ist, wie schwer unser Flugzeug ist und was denn generell so geplant ist. Wir haben also ein Loadsheet bekommen, ein Zettel, wo halt die Beladung draufsteht, ein Preliminary Loadsheet allerdings, also nur ein vorläufiges Loadsheet. Das Ganze für die Air Berlin Tour Alpha Charlie am heutigen Tag von Zürich nach Leipzig mit der Delta Alpha Bravo Victor November. Wir haben einen Zero Fuel Weight von 58,8 Tonnen aufgerundet, ein Takeoff Fuel, also ein Sprit, mit dem wir mindestens starten müssen, von etwas unter 5,2 Tonnen. Und daraus resultiert dann ein Takeoff-Weight von 63,977 bzw. aufgerundet knapp 64 Tonnen. Unser Maximum steht immer daneben, also Max Takeoff-Weight 73,5, Max Zero Fuel Weight 61 Tonnen und so weiter. Auch hier oben sehen wir jetzt, wir haben diese Pfeile nach oben und nach unten und bekommen zusätzlich angezeigt, dass es Seite 1 von 5 ist. Wir müssen also noch weiter nach unten scrollen. Auf der zweiten Seite sehen wir zum einen unseren Trip Fuel, nämlich knapp 2,7 Tonnen, aber auch unser Landing Weight, voraussichtlich noch etwas über 61 Tonnen. Ansonsten haben wir Passagiere dabei, in der Premium Economy oder in der Business Klasse, je nachdem, haben wir 19 Passagiere sitzen, in der normalen Economy sitzen 138 Passagiere, macht also eine Total Pax Number von 157. Wir haben ein Zero Fuel Weight CG, das müssen wir uns auch noch einmal merken, von 31,6. Und ein Mach Takeoff Weight, also ein Schwerpunkt zum Takeoff von 30,2. Ansonsten bekommen wir hier auch nochmal angezeigt, wie viele Leute in welchem Drittel vom Flugzeug sitzen. Also Drittel A sitzen 36 Leute, das ist das vordere Drittel, im mittleren Drittel sitzen 46 Leute und im hinteren 45. Ansonsten bekommen wir hier auch noch ein paar andere Informationen, zum Beispiel, dass unser Portable Water ausgefüllt wurde, 100% jetzt beträgt und noch auch eine Telefonnummer, wo wir uns bei Rückfragen nochmal hinwenden können. Ansonsten sehen wir auch Fuel in Tanks, 5363 Kilogramm, wenn wir hier oben mal gucken, 5400 Kilogramm passt ziemlich genau. Wenn wir damit zufrieden sind und auch wirklich alle Seiten gelesen haben, drücken wir hier einmal auf Accept. Das ist eine gesetzliche Voraussetzung, dass wir das akzeptieren müssen. Ansonsten, wenn wir das im Zettelformat machen würden, würde das der Kapitän unterschreiben. Diese Werte, die wir jetzt aus unserem Loadsheet erhalten haben, wollen wir jetzt in die Init Bravo Page eingeben. Dazu gehen wir zurück ins MCDU Menu auf FMGC. Und können dann unter Init mit dem Pfeil nach rechts wieder auf die Init Bravo Seite kommen. Hier geben wir jetzt zum einen das Zero Fuel Weight ein, 58,8 Tonnen und unser Zero Fuel Weight CG von 31,6. Dann rechnet der Flieger einen kleinen Moment und sollte uns dann hier noch ein paar Werte mehr anzeigen. Zum einen nicht nur unser Takeoff Weight, sondern zum anderen auch wie viel extra wir dabei haben und wir müssen dem Flieger jetzt noch einmal sagen, wie viel Alternate Sprit wir dabei haben.
Wir haben ja gesagt, sollten wir in Leipzig nicht landen können, würde es für uns nach Dresden gehen. Und nach Dresden brauchen wir 777 Kilogramm. Wir runden ja immer ein bisschen konservativ. Das heißt, wir geben dem Flieger 0,8 als Alternate Fuel. Und die anderen Werte würde er entsprechend anpassen. Wir haben also ein aktuelles Extra von 0,5 Tonnen, mit dem wir nochmal zusätzliche 13 Minuten fliegen können. Landing Weight später 61,2 Tonnen, passt also auch mit dem überein, was Simrich geplant hatte. Was wir als nächstes machen, ist unsere Takeoff-Performance ausrechnen. Und dafür nutzen wir das Tool, was wir ja vorhin schon im EFB kurz angeguckt haben. Dieses Departure-Performance-Tool ist wirklich sehr intuitiv gestaltet und es hilft uns einfach, realistische Werte für den Takeoff zu berechnen. Hier oben wird automatisch erkannt, an welchem Flughafen wir stehen oder an welchem Flughafen wir losfliegen wollen, in dem Fall Zürich. Wir starten von der Runway 32. Die Runway ist, es regnet ein bisschen aktuell, also rechnen wir mal damit, dass sie aktuell nass ist. Unser Flap Configuration lassen wir auf Optimum, das heißt, das Tool schlägt uns das optimale Klappensetting vor. Wir könnten das danach immer noch manuell ändern. Dann können wir hier angeben, ob wir unbedingt mit Toga, also mit Maximalschub, starten wollen. Da gibt es eigentlich relativ wenige Gründe, warum man das machen sollte. Man versucht immer mit reduziertem Startschub zu starten, um eben die Triebwerke zu schonen. Könnte aber bestimmte technische Fehler geben, mit denen man noch fliegen darf, die aber voraussetzen, dass man mit Toga startet. Dann könnte man das hier entsprechend dazu schalten. Sollten wir NTIs benötigen zum Start, würden wir das hier auch entsprechend angeben. Würde natürlich unsere Leistung ein bisschen reduzieren. Die PECs, also das Air Conditioning, können wir zum Takeoff entweder an- oder ausmachen. Heute haben wir eine lange Bahn, können es also ruhig anlassen. Und die restlichen Werte, zum einen das Takeoff-Weight und das Mach-Takeoff-Weight, also der Schwerpunkt in Prozent, den würden wir uns einmal hier von unserem Preliminary Load Sheet holen. Und dann sehen wir hier 65,0 Tonnen Takeoff-Weight und Mach-Takeoff-Weight 30,2. Passt mit dem überein, was wir vorhin im Preliminary Load Sheet gesehen haben. Hier unten sehen wir nochmal das Wetter für Zürich. Wir könnten entweder hier das Wetter live synchronisieren oder wir können hier unser eigenes Wetter eingeben. Normalerweise versucht man immer ein bisschen konservativ zu rechnen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel Rückenwind hätten, dann rechnen wir immer damit, dass wir ein bisschen mehr Rückenwind haben, als wir tatsächlich haben, dass wir halt auf der sicheren Seite sind. In unserem Fall kommt der Wind aktuell aus 90 Grad mit 5 Knoten. Das heißt, wir rechnen jetzt mal damit, dass wir den Wind nicht aus 90 Grad mit 5 Knoten haben, sondern vielleicht ein bisschen stärkeren Wind, zum Beispiel mit 10 Knoten haben. Sollte der Wind also noch ein bisschen auffrischen, könnten wir da entsprechend immer noch starten. Die Temperature ist aktuell 21 Grad. Sollte es nochmal ein Grad wärmer werden, wäre unsere Performance ja nicht mehr gültig. Das heißt, auch hier rechnen wir gerne ein bisschen konservativer. Je wärmer es ist, desto schlechter ist das für die Performance vom Flugzeug. Wir rechnen also mit einem Grad mehr. Vom QNH ziehen wir wiederum einen ab, denn je dünner die Luft ist, desto schlechter ist unser Auftrieb und folglich rechnen wir hier auch mit einem QNH weniger. Sollte das also nochmal um 1 abfallen, wäre unsere Performance immer noch valide. Ansonsten haben wir hier alle wichtigen Daten eingegeben. Jetzt könnten wir schon auf Calculate drücken oder wir können noch eine Intersection auswählen. Eine Intersection ist immer eine Einmündung zur Start- bzw. Landebahn und die können wir teilweise nutzen, um uns vielleicht ein bisschen Taxizeit zu sparen. Wir gucken es uns später auf der Karte nochmal an. Für die Runway 32 in Zürich von der Position, wo wir jetzt stehen aus, macht es keinen Sinn, eine der Intersections zu nehmen. Wir nehmen also FL, Full Length, die volle Bahn zum Takeoff. Das wäre dann eine Takeoff Runway Available in Metern von 3300, also mehr als ausreichend. Wenn wir dann alle wichtigen Daten eingegeben haben, dann rechnet der Flieger einmal aus. Und dann sehen wir hier oben, wir haben eine Takeoff Performance für die Runway 32. Wir starten mit einer V1, also mit unserer Entscheidungsgeschwindigkeit V1 von 127 Knoten. Wir haben eine Rotation Speed von 140 Knoten und eine Safe Climb Speed, unsere V2, von 143 Knoten. Die Transition Altitude wird hier nicht angezeigt, die können wir aber aus den Karten herauslesen. Ansonsten, diese Werte sind noch nicht ganz so valide. Hier in Zürich müssen wir nämlich ein Noise Abatement Procedure einhalten. Das gucken wir uns aber später nochmal genauer an. Hier oben könnten wir eine Takeoff Shift eingeben. Also wenn wir zum Beispiel aus einer Intersection starten, dann nutzen wir ja nicht die volle Bahnlänge, sondern nur einen Teil der Bahn. Und den Teil, den wir quasi hinter uns lassen und nicht für den Start nutzen, den würden wir hier eingeben. Wenn wir jetzt also mal gucken, unsere Intersection wäre zum Beispiel Hotel 2 und wir würden statt 3300 Metern nur 2700 Meter benutzen, dann wären das 600 Meter Takeoff Shift. Unser Klappensetting für den Takeoff ist Klappen 1, unsere Trimmung 0,4 Down und unsere Flex Temperature 66 Grad. Und das Schöne ist, das Tool zeigt das genauso an, wie wir das jetzt gleich in unsere MCDU eingeben müssen. Wir merken uns also die Geschwindigkeiten 127, 140, 143. Und wir merken uns einmal das Klappensetting 1 mit einer Trimmung von 0,4 Down, ebenso wie die Flex Temperature von 66 Grad.
Zurück in unserer MCDU seht ihr, dass unsere Seite hier wirklich 1:1 genauso aussieht. Wir können also jetzt die Parameter hier einfach so eingeben, wie wir sie im Tablet stehen hatten. Unsere V1 127, unsere VR 140 und unsere V2 143 Knoten. Das Ganze wollen wir ohne Takeoff-Shift machen. Das Feld können wir also leer lassen. Wir starten mit Klappen 1, einer Trimmung von 0,4 Down und einer Flex-Temperature von 66 Grad. Zudem müssen wir in Zürich ein spezielles Noise Abatement Departure Procedure fliegen, also ein bestimmtes Procedure, das uns vorschreibt, in welcher Höhe wir unseren Startschub reduzieren müssen und in welcher Höhe wir unseren Flieger beschleunigen dürfen. In dem Fall die Thrust Reduction ist also die Höhe, wo wir von Startschub, also von Toga oder Flex MCT auf Climb schieben. Das ist in Zürich vorgegeben mit 2900 Fuß. Und unsere Acceleration, also die Höhe, wo wir unsere Flugzeugnase senken, dass der Flieger beschleunigen kann, die ist hier vorgeschrieben mit 4500 Fuß. In der Regel könnt ihr aber ein NRDP2 Departure Procedure fliegen, das würde einfach bedeuten, sowohl eure Thrust Reduction als auch eure Acceleration Altitude würde 1000 Fuß bzw. je nach Airline auch 1500 Fuß über Grund liegen. Wenn wir das jetzt hier in Zürich so machen würden, wären das, rechnet das FMC automatisch aus, 2402 Meter, kann man dann entsprechend nach Bedarf auch noch ein bisschen aufrunden. Wir wollen aber diese Werte übernehmen und unsere Engine Out Acceleration, die müssen wir auch noch einmal manuell anpassen. In Zürich wollen wir unsere Engine Out Acceleration, also die Höhe, auf der wir im Falle eines Triebwerksausfalls unseren Flieger beschleunigen würden, auf 3000 Fuß über Grund legen. Also können wir auch diesen Wert wieder manuell anpassen. Ihr seht, die Logik ist immer dieselbe. Wenn ein kleiner Wert hier drin steht, dann ist das immer einer, den der Flieger selber ausgerechnet hat. Wenn da ein großer Wert, also eine große Zahl drin steht, dann ist das immer was von Hand eingegebenes. Unsere Transition Altitude wird hier automatisch eingegeben von 7000 Fuß. Wir können das einmal mit den Karten vergleichen. Das stimmt in dem Fall aber überein. Wenn wir schon beim Thema Engine Out sind, können wir auch ein Engine Out Procedure hier einzeichnen. Das geht jetzt relativ tief in die Materie. Wenn euch das zu viel ist, ist das natürlich auch vollkommen okay. Aber in unserem Fall möchten wir also in Zürich, wenn unser Triebwerk ausfällt, auf der Runway 32 erstmal geradeaus weiterfliegen bis 3 DMI Kloten, Kilo Lima Oscar, das ist das VOA. Dann würden wir in eine Rechtskurve gehen auf das Radial 335 vom Kloten VOA. Das Ganze fliegen bis 6,5 Meilen Kloten VOA und dann rechts herum zum Zürich VOA Zulu Uniform Echo und dort ins Holding gehen. Das klingt jetzt erstmal relativ viel, das ist aber das Procedure, was wir abfliegen möchten und das können wir uns jetzt, um das ein bisschen schöner dargestellt zu bekommen, in unsere Fix-Info-Page eingeben. Die Fix-Info-Page kennt ihr vielleicht noch aus dem Video zu dem Circle-Links, ansonsten zeige ich sie euch auch hier noch einmal. Die Fix-Info-Page ist ganz generell eine Seite, mit der wir uns bestimmte Wegpunkte oder bestimmte Distanzen oder bestimmte Richtungen auf unserem Navigation-Display einzeichnen können, ohne dass diese wirklich aktiv in den Flugplan übernommen werden. Ihr seht hier unsere grüne Linie, das ist die Strecke, die wir abfliegen möchten, aber wir möchten jetzt ja für den Fall, dass uns ein Triebwerk ausfällt, noch dieses Engine-Out-Procedure einzeichnen. Wir gehen also auf die Flightplan-Page, gehen einmal links von einem beliebigen Wegpunkt auf den Knopf und können dann die Fix-Info aufrufen. Hier brauchen wir jetzt zum einen einmal das Kloten-VOA, Kilo Lima Oscar. Natürlich nehmen wir das in einer Meile Entfernung. Ihr könnt hier auch nochmal die Koordinaten und die Frequenz konfirmen. Passt aber in unserem Fall, das wählen wir aus. Und dann haben wir gesagt, wir wollen 3 Meilen geradeaus fliegen. Also nehmen wir einen 3 Meilen Radius. Wenn wir diese 3 Meilen erreicht haben, wollen wir von dort aus auf ein Radial 335. Das geben wir hier oben beim Radial ein. Und das Ganze wollen wir dann fliegen, bis wir bei 6,5 Meilen von Kloten sind. Das können wir leider nicht ganz so schön einzeichnen. Wir können entweder nur 6 oder 7 Meilen einzeichnen. In unserem Fall würden wir also jetzt einfach mal 7 Meilen nehmen. Hier müssen wir jetzt nochmal eine zweite Fix-Info setzen, ebenfalls mit dem Kloten-VOA. Und dort diesen 7 Meilen Radius einmal rumziehen. Und von dort aus wollen wir Richtung Zürich-VOA fliegen. Das heißt, auch das wollen wir uns einmal setzen. Zulu Uniform Echo. Und dann haben wir die wichtigsten Fixes gesetzt. Wenn wir jetzt einmal nämlich hier reinzoomen und auf den NAV-Modus wechseln, können wir erkennen, was wir da gebastelt haben. Wir fliegen also in Case of Engine Failure so lange geradeaus, bis wir hier über diese blaue Linie drüber fliegen, gehen dann in eine Rechtskurve, um diese blaue Linie hier abzufliegen, folgen der so lange, bis wir den zweiten Kreis erreichen, das wären dann unsere 6,5 Meilen, und würden dann in eine Rechtskurve gehen und zum Zürich VOA fliegen, dort ins Holding gehen. Ich weiß, das macht das Navigation Display relativ unübersichtlich, aber gerade beim Phoenix, wo ja durchaus, wenn man es eingestellt hat, auch Fehler auftreten können, ist es immer sinnvoll, sich ein solches Engine-Out-Briefing hier zu hinterlegen.
Falls ihr noch eine Quelle braucht, um diese Engine-Out-Briefings zu suchen bzw. zu finden, dann schaut einmal in die Kanalinfo, da habe ich sie euch verlinkt. Ansonsten können wir auch noch eine weitere Kleinigkeit vorbereiten, nämlich einen Secondary Flight Plan. Wir haben also jetzt zum einen unseren aktiven Flugplan, den unser Flugzeug abfliegt. Zum anderen können wir dem Flugzeug aber im Hintergrund noch einen zweiten Flugplan sagen. Und das ist unser sogenannter Secondary Flight Plan. Als allererstes kopieren wir mal unseren aktiven Flugplan und dann seht ihr, das schaut fast genauso aus wie unser Flugplan hier drüben, mit dem einzigen Unterschied, dass der aktive Flugplan in grün ist und unser Secondary Flight Plan hier weiß ist. Was wir hier jetzt machen wollen ist, für den Fall, dass uns ein Triebwerk ausfällt und wir wieder hier zurück nach Zürich müssen, uns einen sogenannten Quick Return einzugeben. Das heißt, wir möchten dem Flugzeug dann also in einem relativ arbeitsintensiven Moment sagen, wir möchten jetzt nicht mehr weiter nach Leipzig fliegen, sondern wir würden gerne zurück nach Zürich fliegen. Dafür lassen wir den ersten Wegpunkt einmal stehen und beim zweiten Wegpunkt klicken wir einmal auf den Knopf links davon, der Line Select Key 3, für die, die es genau wissen wollen. Und dann können wir nämlich hier eine neue Destination eingeben. In dem Fall haben wir gesagt, wenn uns ein Triebwerk ausfällt, wollen wir hier zurück nach Zürich fliegen. Würden also hier einmal den Flughafen Zürich eingeben. Dann seht ihr, wird auch automatisch unsere Destination hier unten angepasst. Und dann wollen wir ja in Zürich auch wieder landen. Aktuell ist ja das ILS Runway 28 in Use für die Arrivals. Ist eine relativ kurze Bahn, die würden wir wahrscheinlich im Falle eines Emergencies nicht benutzen, sondern dann würden wir eher fragen, ob wir ein ILS auf die Runway 34 fliegen dürften. Können uns also das einmal eingeben, brauchen auch keine Arrival dazu. Und wenn wir nämlich jetzt einmal gucken, seht ihr hier in der weißen Linie hinterlegt unseren Secondary Flight Plan. Also sollte uns das Triebwerk ausfallen, dann könnten wir erstmal unser Procedure abfliegen, könnten dann den Secondary Flight Plan aktivieren und hätten dann hier schon das ILS 34 für einen Quick Return wieder hinterlegt. Last but not least gucken wir noch einmal auf die Progress Page. Dort steht unser Cruising Flight Level. Flight Level 370 ist geplant. Das Optimum, Flight Level 350, liegt darunter. Das ist aber auch nicht weiter schlimm. Wichtig ist vor allem, dass unser Cruising Flight Level unter dem Maximum liegt. Das Recommended Max mit unserem aktuellen Gewicht und dem aktuellen Wetter, was der Flieger kennt, ist Flight Level 381. Das ist also das Höchste, was wir auf keinen Fall übersteigen würden. Ansonsten gucken wir noch einmal hier unten, dass wir GPS Primary haben und unsere NAV Accuracy, also die Genauigkeit unserer Positionsbestimmung, auf High ist. Und dann können wir auch hier genau sehen, sie ist auf 0,03 Meilen genau. Das ist mehr als genug. Dann schauen wir noch auf die Fuel Prediction Page, schauen, mit wie viel Sprit wir ankommen sollen. Und dann steht hier aktuell für Leipzig mit 1 Stunde 2 Flugzeit sollen wir planmäßig mit 2,4 Tonnen ankommen. Damit hätten wir unsere MCDU fertig vorbereitet. Und dann gucken wir einmal hier rüber in unser Tablet. Dort steht jetzt auch schon Boarding Completed. Wir haben also alle Passagiere an Bord. Und jetzt können wir mal gucken, wie viele es letztendlich geworden sind. Weil der Phoenix ist auch so gut simuliert, dass gar nicht wirklich jeder Passagier, der auch planmäßig geboardet sein sollte, auch wirklich boardet. Also es kommt auch mal vor, dass ein Passagier nicht am Gate erscheint oder doch noch ein paar Passagiere mehr fliegen als vorher angenommen. In unserem Fall seht ihr aber, geplant waren 157, geboardet sind 157, ist also genau die Zahl, die wir erwartet haben. Ebenso unsere Cargo waren geplant 2136 Kilogramm. Und geladen wurden ebenfalls 2136 Kilogramm, ebenso dann auch beim Sprit. Ihr seht auch, unser Schwerpunkt erfüllt alle Anforderungen. Wir sind minimal unter dem Max Landing Weight. Für den Takeoff ist jetzt vor allem aber erstmal wichtig, dass wir unter dem Max Takeoff Weight sind und dass unser Zero Fuel Weight auch innerhalb seines Limits ist. Wir sehen hier unten, wir haben aktuell ein Zero Fuel Weight von 58,7 und ihr seht, das Max Zero Fuel Weight wären 61 Tonnen, passt also wunderbar. Dann haben wir unser Boarding abgeschlossen, ebenso unsere Flugvorbereitung. Normalerweise hätte vorher noch der andere Kollege, der nicht das Flugzeug vorbereitet, einen Outside-Check gemacht. Den haben wir uns jetzt mal gespart. Ansonsten würde man jetzt im Simulator auch nochmal kurz um den Flieger herumgehen. Kann dabei auch sehr viel Tolles beim Phoenix entdecken. Das empfehle ich euch mal. Nehmt euch in Ruhe Zeit, geht einmal um den Flieger, lauscht den ganzen tollen Sounds, weil die sind wirklich, wirklich gut. Und wenn ihr dann der Meinung seid, euer Flugzeug ist in einem fliegbaren Zustand, dann kommt ihr zurück ins Cockpit und dann könnt ihr euren Flug beginnen. Jetzt haben wir also unsere Flugvorbereitung abgeschlossen, alle Passagiere, die ganze Fracht, der ganze Sprit, den wir mitnehmen wollten, alles Wichtige ist an Bord. Dann könnten wir jetzt langsam unsere Clearance organisieren, könnten uns bereit für den Pushback machen. Wir beenden aber an dieser Stelle den ersten Teil dieses Videos. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Ich weiß, es waren sehr viele Informationen auf einmal. Schaut das Video gerne auch zwei, dreimal, pausiert es an den entsprechenden Stellen, spult nochmal zurück. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann stellt sie mir gerne in den Kommentaren. Ansonsten ist es auch mal eine super Möglichkeit, in meinen Twitch-Livestreams vorbeizuschauen. Denn dort könnt ihr mir direkt die Fragen live stellen und ich kann sie euch quasi face-to-face direkt beantworten und vielleicht sogar die Frage mit irgendwas, was ich im Flugsimulator zeige, besser erklären. Ansonsten guckt gerne dann zum zweiten Teil wieder rein und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachfliegen
und always happy landings.